Und dafür brauche ich Lead. Redstone und Gold Nuggets. Wie macht man nochmal den Philosopher's Stone? Ein Dia, 4 Glowstone, 4 Redstone. Abwechselnd immer drum. Okay, ich habe so viele Diamanten. Ich finanziere meine ganze Erzverdopplung einfach nur aus Diamanten. Ey, ganz ehrlich. Den Luxus leiste ich mir. Crafted Philosopher's Stone. Eines meiner nächsten Ziele ist natürlich, Dark Matter herzustellen. Kann man Lead herstellen mit dem Philosopher's Stone? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Das heißt, ich muss Galena tatsächlich schmelzen. Wie weit ich schon mit Dark Matter ein Ding. Oh fuck. Für den Crusher brauche ich. Das ist der Fan, hier ist der Grinder. Brauche ich auch so ein Ding? Was ist davon? Brauche ich dann schon zwei? Kriege ich zwei raus? Machine Cases brauche ich auch. Jede Menge. Ja, gut, das mache ich dann mit Zinn. Das passt dann. Oder ne, mit Eisen. Ich habe ein Achtel von einem Dark Matter. Was bringt denn Dark Matter? Das sind sehr gute Werkzeuge. Und danach kommt Red Matter. Warte, sind das die, die so ultimativ viel Schaden machen? Das Schwert macht 12 Damage. Nö, irgendwer hat nämlich gemeint. Ja, Red Matter. Warte, ich guck kurz nach. Mach erstmal 8 Blei. Sorry für die Verschwendung. Sag mal, wo finde ich hier eigentlich Schafe auf dieser Map? Bei mir. Wieso steht hier oben eine Workbench? Ich weiß es nicht. Wo wohnst du nochmal? 400, 450. Also ich kann mit dem, mit Project E eine Waffe mit 23 Damage machen. Ja, genau, das ist die. Ah, tatsächlich, da unten sind Schafe. Und unten ist auch Zuckerrohr. Nehme ich mir mal mit. Red Katar. Katana-Messer. Ui. Klingt ja fast gefährlich. Ich kann sein, dass ich dich nachher noch einmal ins Bett stecken werde. Bis ich meins habe. Ob sich das lohnt, weil ich bleibe noch 5 Minuten drauf. Dann bin ich mal kurz wegen der Musik mich beschweren. Ja, es nervt echt. Ja, das Ding ist halt, ist jetzt Nacht, hier sind zwei Skelette. Oh Gott. Ich habe jetzt langsam mal bei mir ausgeleuchtet. Ja, kann ich gerade schlecht. Ich bin ja nicht mal bei mir. Ich habe mir Wolle geholt. Und ich will eigentlich kein normales Bett craften, sondern gleich ein Carpenters Bett. Dafür muss ich halt erstmal ein bisschen craften. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn hier so viele Monster rumgammeln. Das ist eine gute Frage. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Wäre jetzt übrigens auch hoffnungslos falsch gelaufen, werden wir auf. Warte mal, ich töte einfach Hühner. Ich meine, Eier kann ich mir theoretisch bei dir produzieren lassen, ne? Ja, ich habe auch welche. Ja, einfach nur um neue Hühner dann zu generieren halt. Und dann Villager zu bekommen. Ja, die Villager ist jetzt nicht primär mein Ziel. Sondern Essen. Auch ein gutes Ziel. Finde ich tatsächlich auch, ja. Essen ist sehr sinnvoll. Ich habe mir ein Feld gemacht, tatsächlich. Ja, ich auch, aber ohne Wasserquelle ist das jetzt nur so halb effektiv. Ich habe hier so einen kleinen See. Warte mal, ich glaube, ich kriege eine Wasserquelle hin. Danke, Creeper. Ich glaube, ich warte auch mal ab, bis die anderen ein bisschen gezockt haben. Und dann mache ich da mein nächstes Ziel davon abhängig, was die anderen geschafft haben. Weil es macht ja auch keinen Spaß für die, wenn ich jetzt hier mit allem rumhänge. Dann baue ich mir lieber ein Haus.
So, ich habe mein Feld jetzt mal bewässert. Hört sich doch gut an. Kannst du denn auch schon schlafen gehen? Nein! Tatsächlich nicht. Ich regeneriere halt nicht mal Leben. So, dann noch eine Kohle schnell. Ich merke gerade einen Riesenfehler in meiner Produktion. Ich habe natürlich eine Eisen-Transport-Pipe vergessen. Puh. So, jetzt sollte das Ganze auch besser laufen und nicht mit Cobblestone überlaufen. Jetzt habe ich sogar einen anderen Kopf. Okay, ich habe jetzt ein Bett gecraftet. Aber ich warte erst noch, bis du weg bist. Ich kann schlafen gerade. Ach so. Ich liege auch. Ich mag nämlich das Carpenter-Bett vor allem deswegen, weil du tatsächlich die Bettdecke sogar eine Textur hat, wenn du dich zudeckst. Davon abgesehen kannst du dann Regenbogen-Bettbezugmuster drauf machen. Na gut. Und ein Creeper hat meinen zweiten Project Table weggesprengt. Danke dafür. Ich denke, so eine doppelte Cobblestone-Farm, die läuft recht gut. Kann ich eigentlich von dir? Ah ne, warte, dafür bräuchten wir jetzt erstmal. Kannst du eventuell schnell Bücher produzieren in deiner EMC-Farm? Wie viele brauchst du? 46 wären cool. Das geht leider nicht so schnell. Also so viel EMC-Wert haben die doch gar nicht, oder? Ich guck kurz nach, wie viele die haben. 160. Wenn du mit ein bisschen Materialien kommst, könnte ich dir viele Bücher herstellen. Ja, ich komme mit 4 Saphiren, das reicht. Ah, und genau, dann brauche ich noch 4 Obsidian. Dann mache ich mir nämlich gleich einen Full Enchanter. Ich habe nicht Wie gerade viele Level kann ich dir 30. geben? Ja, eben. Wo muss ich nochmal hinkommen? 400, 450. Ich stelle schon mal Bücher an. Alter, schön, dass du so weit weg wohnst. Und bist ja noch mehr am Arsch der Welt als bei deinem letzten Map. Von der irgendwie niemand was mitbekommen hat, weil die Map genau 3 Tage lang gehalten hat, glaube ich. Bücher habe ich genug. Wie viel hast du jetzt? 100. 100 Über Bücher? Was hast du bitte rein verfeuert? 100. Diamanten. Alter, echt jetzt? Ja, die stelle ich ja eh her jetzt die Woche lang. Gut, stimmt schon. Du brauchst wie viel? 48 oder was ist das? 46 bräuchte ich. Gut, dann werfe ich die anderen nämlich wieder rein. Und stell wieder auf Diamanten um. Richtig. 400, 400. Ja, 400, 450. Oh Gott, ich werde da definitiv mal. Ah, okay, ich sehe dein Portal. Ich Ich sehe glaube, dich. wir machen definitiv eine Bahnverbindung. Wäre ich auch stark für. Besonders hier gibt es einen extra Mod dafür. Den keiner versteht. Oh, das ist zufällig die Höhle. Ja. Nee, die auch. Die hier aber meine ich. Ich hab dir noch schnell einen Diamanten wieder nachgeliefert, ne? Okay, jetzt habe ich genauso viel wie vorher. Ich habe 4 Saphire sind ein Diamant. Ja. Ich hatte da vorher auch 3 drin und hier 2000. Ich weiß, es kann effizienter gehen, aber ich finde so eine Basic Cobblestone Farm eigentlich ganz gut. Ja, das hat was. Das ist auch noch so nicht wirklich Neuzeit. Das ist so. Wie teuer ist eigentlich so ein Energy Condenser? Wie viel Obsidian braucht der? Du brauchst insgesamt 5 Diamanten, 4 Obsidian. Wenn du willst, kannst du hier oben noch ein bisschen Obsidian rausnehmen. Ist ja schnell produziert. Nehme ich mir gleich noch 4 mit. Da kann ich mir so ein Ding theoretisch auch mal bauen dann. Ja, ist praktisch. Da werde ich dann wahrscheinlich dann Lead oder sowas produzieren. Was halt, ja.
Oh cool, du hast sogar eine Sunflower Plane. Ja. Habe Da ich auch mag schon wohl in eine Heidelberg Sonne. gebaut. Jetzt fällt mir gerade auf, bevor ich jetzt hier großartig was mache, muss ich erst noch Holz farmen. Ich überlege gerade, ob wir dir nicht auch noch einen Chunkloader herstellen, kurz. Nö, muss nicht. Ich hätte genug dafür, dir einen herzustellen. Ja, aber ich will jetzt nicht wieder zurücklaufen. Du kannst ja mal zu mir laufen zur Abwechslung. Machen wir beim nächsten Mal. Nee, Ja, ja, ich ja, baue den nur kurz. weil er einfach keine Lust hat. Du musst einfach nur nach Ich denke, ich weiß wo. Westen. Sonst wäre das okay, wenn ich den dann einfach hinstelle. Nein, weil du Owner des Chunkloaders bist, wenn du ihn hinstellst. Stimmt. Dann muss ich das leider jetzt machen. Ich meine, Playlist ist eigentlich 5 Stunden lang. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie immer nur dieselben Lieder abgespielt werden. Okay. Ah, hier ist sogar pur Copper Ore. Ach, cool. Alter, und hier sind lauter krasse Höhleneingänge. Also ich wohne bei 70 und 360. Bin unterwegs. Frage ist, reicht mein Holz jetzt? Wir brauchen echt eine Bahnverbindung. Obwohl es jetzt auch nicht so mega weit ist, ne? Ja. Es muss ja nicht auf Highspeed ausgelegt sein. Reichen ja ein paar normale und ein paar Power Grades. Bam, ey. Der Fail war eigentlich nur, dass ich die Bücher. Gut, ich muss eh die Bücherregale nochmal craften. Wenn ich den Chunkloader vorbeigebracht habe, bin ich dann mal gleich kurz alleine die letzten 10 Minuten Naja, machen wir. und nehme kurz die Zusammenfassung auf. So, dann gibt es jetzt noch das Achievement Bücherwurm. Was soll ich denn verzaubern? Ich bin für eine Spitzhacke. Wäre am schlausten, glaube ich. 70 und 300 hat sie gesagt. Ja. Dann bin Soll ich ich. eigentlich gleich eine Diamanten machen oder brauchen wir Würde ich nicht? sagen, du hast genug. Oh nee. Sick Touch! Nenner was! Wir kommen! Coole Bau mal Sache. bitte ab. Ich bin mir da nicht so sicher gerade. Ich Nee, bin ich auch sehr, weiß, dass sehr das geht. gesetzt. Mit der Ruby. Nein, mit. Oh. Wollen wir lieber mit einer Ja. Diamant, ja Ja, oder klar so? geht das, aber ich kann nicht, oder? Doch, kann ich. Dann. Ja, ich habe keine 30 Level. Leider. Ja, Tja. das Bett sieht ganz schick aus. Das kann man jetzt noch, kann man jetzt theoretisch, kann ich da jetzt Dirtbett rausmachen? Ach, du hast ja direkt Graphit gemacht. Ja klar. Ich brauche einen Big Reactor. So, aber jetzt wird maschiniert. So, fuck. Begebe mich noch nach Hause und dann mache ich die Zusammenfassung, die nicht Genau. länger als 5 Minuten dauern wird. So, Machine Casings brauchen wir viel. Am meisten das machen wir aus Aluminium und Gold. Können wir auch gleich übertreiben mit den Nuggets. So, da mache ich jetzt mal 8 von. Modular Sockets brauche ich dann noch die hier.
Ich denke, du sagst nichts, wenn ich jetzt wegen der Zusammenfassung 2 Minuten länger drauf bin, ne? Ah, nee, es sollte eigentlich passen. Wie baue ich den Energy Condenser? Ich glaube, ich brauche den doch erstmal vorher. Du brauchst diesen Dust. Den hättest du natürlich mitbringen können. Weil da bekommt man ja 40 raus. Oh, echt jetzt? Ja. Aber den Dust kannst du ja nachher wieder in den Energy Condenser reintun. Die restlichen 39. Alter, das ist jetzt zum Glück nicht doof. Energy Condenser brauchen wir erstmal einen Dings und dafür eine Alchemical Chest. So. Dann der hier geht aus Eisen und Redstone und der geht aus. Brauchen wir da wirklich Charcoal? Ja. Alter, was? Ich kann keine Charcoal gerade machen. Ich habe kein Holz mehr. Wer hat sich denn diesen Schwachsinn ausgedacht? Ich nicht. Was ein Blödsinn, ey. Ohne Witz jetzt. Also theoretisch hast du jetzt übrigens noch genau 5 Minuten. Ja, genau. Ich müsste bis 15 nach haben. Bis 15 nach? Oder nicht? So, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß, dass die mir Aufnahme ungefähr bei 3 Minuten Aufnahmezeit habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Kannst du schnell schlafen? Ach, du bist eh offline. Ach so, dann passt das eh. Wir sind alleine auf dem Server. Das heißt, wir können jetzt richtig viel Scheiße bauen und als erstes mal. Ich bin dann aber auch mal kurz weg und ruf dich danach, denke ich, wieder an. Ja. Bis gleich. Wenn halt dann. Jo, passt. So, dann können wir jetzt in Ruhe unseren Scheiß machen. Also zuerst brauchen wir ein bisschen Lead. So. Und jetzt erstmal den Energy Condenser. Dafür brauchen wir noch 2 Cleanstone. Boah, ey. Wer hat sich denn diesen blödsinnigen Crafting-Rezept ausgedacht hier? Zack, zack. Diamant hier. Döp, döp, döp. Kiste, Eisen, Eisen und Kiste. Gut, ich wollte eh noch einen zweiten Project-Table machen. Dem stellen wir hier wieder eine Workbench schnell hin. Und machen eine Kiste. Jetzt ist dann hier auch das Stone fertig. Perfekt. Und wir haben die Alchemical Chest. Chest vor allem. Und die jetzt damit. Und einen Energy Condenser. Den stelle ich jetzt einfach mal hier auf den Ofen. Sag, wir möchten gerne Lead haben. Und verfeuer 4 Rubine. Perfekt. So läuft das. Jetzt haben wir zwar kaum noch Diamanten. Fuck. Aber egal. Das kriege ich hin, sag ich euch. So, Engineers Toolbox. Alles klar. Wir brauchen jetzt, oh Gott. Für die Modular Sockets brauchen wir die hier. Die brauchen wir später eh noch mehr. Ah. So, 8. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal für den Anfang. Denn dann brauchen wir noch ein paar von diesen Panels hier. Da kriegen wir aber jetzt 12 raus, wenn ich mich jetzt hier nicht ganz täusche. Und da brauchen wir grün, blau und rot. Grün Farbstoff.
Woher soll ich jetzt grün Farbstoff kriegen? Gut, also Erzeverarbeitung kann man schon mal vergessen, aber ohne Witz, woher soll ich jetzt grün Farbstoff herbekommen? Okay, warte, das kann man sich doch ganz sicherlich mit dem Philosopher's Stone herstellen, oder? Warte mal, das machen wir Vanilla. So, warte. Karte grün. Philosopher's Stone. Okay, nein, kann man nicht. Jetzt muss ich entweder Hemp oder das andere finden. Ist das jetzt deren Ernst? Für einen blöden Farbstoff. Für einen idiotischen Farbstoff. Kaktus oder Hemp? Oh Mann. Das ist natürlich sehr ungünstig. Vor allem, weil ich halt auch nicht weiß, wo der Mist wächst, theoretisch. Wo man ihn finden kann. Sehr erfolgreich scheine ich nämlich jetzt nicht zu sein, oder? Das war aber ein gutes Gras. Ja, gut. Nö, ich glaube, das wird so erstmal nichts. Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr fail. Wieso kann man mit dem Philosopher's Stone nicht einfach rot zum Beispiel in grün umwandeln? Oder kann ich mir mit dem Philosopher's Stone vielleicht Kakteen craften? Das muss doch auch mit Sicherheit irgendwie gehen, oder? Schaue ich gleich mal nach. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen, dass das funktioniert. Warum auch immer hier oben eine Workbench ist, habe ich bisher noch nicht so richtig verstanden. Gut. Kakteen. Wie viel Zeit habe ich noch? Bisschen was. Nein. Verdammt. Ah, ich brauche das Cactus Green. Ich kann mal auch keine Kakteen herstellen. Okay. Ja, damit hätte ich das jetzt erstmal erledigt. Dann brauche ich Kakteen. Das ist ungünstig. Gut, ich kann mir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen anfangen und eine Modular Socket, von denen wir später. Was ist das eigentlich? Okay. Grinder, Centrifuge, Killen. Der, okay, wir brauchen 6 davon. Modular Sockets. Wie ging das jetzt? Brauchen wir auch noch einmal eine Kiste für. Fünf reichen dafür normal erstmal. Okay, für Kisten habe ich jetzt noch wieder zu wenig Holz, ey. Komm, echt jetzt. Okay, also Erzeverarbeitung schaffen wir schon mal nicht mehr, weil es uns dafür an Kakteen fehlt. Oder Hemp. Ich weiß auch nicht, wo man Hemp finden soll. Weil es Baum so plenty cool. Könnte man zumindest Farbe aus den ganzen Blumen rausholen. Aber ist hier nicht da.
Der Mod gibt's ja hier nicht in dem Modpack. Ne, ich glaube, ne, geht nichts. Okay, Kisten wollte ich machen. Und zwar 5 reicht eh gut. Und jetzt halt machen wir erstmal die Modular Sockets. So, ah, den brauchen wir eh noch, die Kiste. Gut, Modular Sockets haben wir. Kann ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen in der Zeit? Ich glaube nämlich fast nicht. Also vielleicht wartet den. Ah ne, da bräuchte ich ja erst noch hier Lorium für. Dann schnell's Welt schnell noch hier Lorium. Und dann noch gleich noch den restlichen. Investieren wir auch kurz in Graphit. Ja, sollte passen. Und dann habe ich jetzt noch 3 Minuten Zeit. 3 Minuten. In diesen 3 Minuten kann man allerhand natürlich machen. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich machen will. Weil für meine Erzverarbeitung reicht es nicht mehr. Gut, das kann man jetzt anscheinend noch nicht so richtig machen. Würde ich mal sagen, arbeite ich einfach mal vorzugsweise an Diamanten. Der wird jetzt etwas schneller. Oh geil, kriegt man da kriegt man doch einiges mit raus. Habe ich meinen Diamant immerhin wieder bekommen. Schlafen. Genau, so. Kriege ich da nur Uran raus? Echt jetzt? Ich hoffe mal, daraus kann ich auch vom Big Reactor was machen. Ich brauche nämlich einen Controller. Okay, das kostet arsch viel Eisen. Gut. Dann würde ich fast vorschlagen, machen wir uns davon einfach mal 64. Okay, doch nicht. Ich brauche das Uran noch. Reactor Controller. Haben wir. Reactor Fuel Rod Control. Haben wir. Reactor Fuel Rod. Haben wir. Haben wir noch den hier. Haben wir noch einen Piston. Für. Warum man natürlich noch Kobbel? So. Dann brauchen wir das hier. Dann brauchen wir noch einen Red Power Tap. So. Damit sollte jetzt quasi das basicste Setup stehen. Dann würde ich fast vorschlagen, mache ich noch eine Rod. Dann kann man nämlich gleich schon mal ein bisschen, haben wir noch ein bisschen mehr Energie über.
Wie viel Casings haben wir noch? 16. Das wird eng, glaube ich. Ja, das reicht nicht ganz. Wir haben einmal einen Access Port, einmal eine Power Tab. Dann bauen wir hier den Controller. Und hier hinten nichts. Und meine Zeit ist aufgebraucht. So. Dann war's das. Es geht demnächst weiter. Allerdings dann eher wahrscheinlich ungeschnitten. Vermutlich mal. Weil wir 2 Stunden Aufnahmezeit in der Woche haben. Und irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich genau sagen will damit. Egal, Ziel ist es auf jeden Fall noch, eine Wüste zu finden. Demnächst für den Kaktus. Ich brauche einen Kaktus. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und auf Wiedersehen.